Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Servus, hallo. Und wir stehen hier in der Asservatenkammer von Chris Vitoris, born in Germany. Und ich weiß nicht, ob es in Ihrer Garage genauso aussieht wie damals bei Olli Rogisch, als ich das erste Mal zu ihm kam. Da hat er gerade frisch auf Genesis alles umgestellt. Und dann standen da noch zwei alte Trommelfilter, drei alte UV-Lampen, gefühlt 200 Pumpen. Und so ähnlich ist es hier jetzt auch. Du willst dich ein bisschen von altem Material trennen, das gar nicht alt ist eigentlich? Genau. Fangen wir bei dem Evo Rain an. Der hat im letzten Jahr 3 Wochen gelaufen. Ich hatte ja im letzten Jahr so 3 provisorisch Ableichbecken aufgebaut. Das war einer der Buggy-Shower, die im Betrieb waren. 3 bis 4 Wochen ungefähr gelaufen. Du bist zufrieden mit dem Produkt, oder? Absolut, ja. Du hast gerade nur in deinem jetzigen Setup keinen Platz. Das ist ganz wichtig. Bei mir nimmt es momentan einfach Platz weg, deswegen gebe ich es gerne ab. Filtermaterial ist dabei. Ich habe nur eine Veränderung vorgenommen. Hier ist normalerweise ein 63er Rohr drauf. Das habe ich auf ein 110er Rohr umgerüstet. Ansonsten ist es so, wie er auch von Genesis kommt. Oben ist kein Filtermaterial drin. Das gebe ich noch rein. Okay. Die anderen Stufen sind voll. Super. Ja. Ich zeige es gleich. Ich gehe noch mit der Kamera hin. Also hier ein Evo Rain. Der Stabler ist dabei? Der ist leider nicht dabei. Ach, Mist. Das ist ein Unikat. Da habe ich eigentlich gedacht, wir können hier richtig was suchen. Hier haben wir Evo Micro Mesh Spaltsieb. Genau. Spaltsieb ist auch dabei. Der war am Anfang an deinem, das war dein erster Vorfilter am Rundbecken, gell? Genau, da konnte ich 2 verschiedene Wasserlevel fahren. Ich wollte nicht immer umstecken, deswegen hatte ich 2 davon. Ich fahre aber momentan eigentlich nur ein Wasserlevel, deswegen ist der auch überflüssig momentan. Okay. Ich habe hier noch so ein paar Halter dran gebaut, die kann ich gerne abschrauben, kann sie aber auch dran lassen, je nachdem wie das bevorzugt ist. Und hier haben wir einen UB 140. Genau, ist der größte. Der größte Beatfilter, den es gibt, der 140er. Also von dem Fabrikat. Das stimmt. ist vollständig mit allen Zugschiebern und Anschlüssen. Blower ist dabei. Was nicht dabei ist, sind die Beats. Okay. Die habe ich rausgenommen, rausgesaugt und weggeworfen. Ein paar sind noch drin. Ja, hallo. Einige wenige, aber du riechst, der ist noch fast neu. Der ist 3 bis 4 Wochen gelaufen. Wer Interesse hat, gerne. Wenn nicht, dann bleibt Sie schreiben an chris@konishi-koi.com. Diese E-Mail-Adresse ist nur dafür da, wer sich für dieses Material interessiert. Alles andere fliegt gleich ins Spam. Also Kartenanfragen für DTM-Rennen und so sind nicht. Frage, die sind mal gelaufen. Ist das das alte Filtermaterial, das da drin ist? Ja. Und wie lange ist der schon trocken? Der steht schon über 8 Monate trocken. Also auch keine Angst wegen irgendwelchen gesundheitlichen Krankheitsgeschichten. Ich wusste auch nicht, dass Chris hier irgendwo mal was hat. Frage, weil du Rennfahrer bist, ein erfolgreicher Rennfahrer, laufen bei dir die Filter schneller ein als bei anderen? Okay, war ein Karlauer. Schnitt. Okay, er war auch nicht spontan, hat keine spontane Antwort gehabt. Also ich zeige Ihnen jetzt noch das Material, du machst es ein bisschen auf. Ja, und chris@konishi-koi.com. Ich merke gerade, ich habe auch noch so komisch meine Sonnenbrille in den Haaren. Das passt. So, Sie sehen auch hier, das ist mein Wegeventil. Praktisch neu. Hier in auch alles gut. Riecht wirklich noch nach GFK. Und hier oben sieht man, da war nie ein großer Bakterienbeschlag dran. Und dann der Evo Rain. Evo Rain. Wie gesagt, das Rohr habe ich auf 110 umgerüstet. Löcher sind drin. Die hast du selber gebohrt, das sieht man, gell? Nicht findest ganz du? So ordentlich. Nein, ja. War Spaß. Von Micha kommt sauberer verarbeitet, aber ich habe auch ein Rohr dabei, wie ihr wollt. Hebt mal den ersten Deckel runter und so sieht das Material hier aus. Feineres Material. Und ach, gut, dass wir das auch entdeckt haben. Ja, genau. Aber das ist ganz neu. Die unterste Kiste war übrigens nie in Betrieb. Weil bei mir ist es direkt ins Becken gerieselt. Ach, stimmt, richtig. Und das ist die Auslaufkiste mit dem 110er Auslauf seitlich. So, dann haben wir noch den Micromesh. Genau. Sie können sich das einfach zusammen googeln, was das normalerweise kostet. Und dann können Sie Chris ein Angebot unterbreiten und Sie werden sich dann schon irgendwie einig. Chris ist einfach froh, glaubt, wenn du es hier nicht mehr lagern musst. Gell? Genau, ich habe so viel Zeug im Lager liegen von Babyaufzug, Leichbürsten, Futter, was weiß ich nicht alles. Ersatzpumpen, deswegen bin ich froh, wenn ich ein bisschen. Also, ich habe das mit ihm nicht abgesprochen, aber ich bin mir sicher, wenn Sie da was abnehmen von ihm, kriegen Sie auch noch eine DTM-Karte oder 2 dazu zu irgendeinem Rennen. Kriegen wir auch noch hin. Kriegen wir auch noch hin und dann können Sie mal ein Handshake mit ihm machen. Und kann ich Ihnen empfehlen, macht Spaß. Ich liefere das dann auch übrigens sauber aus. Also, ich habe das so aus dem Lager geholt und noch nicht sauber gemacht. Ja, aber dafür sieht es ordentlich aus. Kommt dann auch noch. Aber der Auslieferungszustand ist sauber und nicht du lieferst aus. Nicht, dass jetzt einer aus Sylt anruft und sagt, Chris, wann lieferst du jetzt den Filter?
So, Sie sehen, wirklich gutes Material. Und von der bakteriellen Seite, Krankheitsseite auch keine Thematik, steht lange trocken. Chris@konishi-koi.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.